Du wünschst dir einen Partner, aber irgendwie hast du auch das Gefühl, dass du die Partnersuche aufschiebst, ja, dass du es hinauszögerst oder dass es nicht so wirklich klappen möchte. In diesem Video gucken wir uns neun Gründe an, warum die Partnersuche oft aufgeschoben wird, was du tun kannst, um sie zu überwinden. Manchmal sind es wirklich gute Gründe, ja, da sind wirklich, wirklich gute Gründe. Also was kannst du tun dafür, dass du dann doch auf Partnersuche gehst? Und am Ende verrate ich dir noch den wichtigsten Schlüssel, wie ich finde, dafür, dass du ganz viele von diesen Gründen wie eine Fliege mit einer Klappe erschlagen kannst, dafür, dass du dann wirklich loslegen kannst und dafür, dass du dir die Partnersuche und den Prozess wirklich, wirklich einfacher machst. Herzlich willkommen bei meinem Single Coaching. Auf dem Kanal findest du ganz viele unterschiedliche Videos, die als Werkzeuge dafür gedacht sind, dass du dir den Weg in eine wirklich angenehme und stabile Partnerschaft so angenehm und einfach wie möglich gestalten kannst. Abonnier den Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Immer samstags gibt es neue Videos, damit du es mitbekommst, wenn diese Werkzeuge online gehen. Ja, die Partnersuche nicht so richtig anzugehen, das kann total frustrierend sein, gerade wenn du dir wirklich einen Partner wünschst und wenn die Sehnsucht da ist. Die Gründe, die wir uns jetzt angucken werden, die werden so ein bisschen von oben nach unten gehen, ja, die Spitze vom Eisberg, und dann gehen wir so ein bisschen tiefer, um zu schauen, wo sind denn wirklich diese Ursachen. Und die Ursachen zu finden, was genau es ist, ist total wichtig dafür, dass du, ja, diese Hürde, ich sag mal, hinter dir lässt und dann wirklich auf Partnersuche gehen kannst. Grund Nummer eins ist oft dieser, ja, der Zeit-, der Alltagsfaktor. Ja, eigentlich ist der Alltag vollgepackt und man hat sich mit dem Alltag arrangiert und es funktioniert alles ganz gut. Vielleicht sind ja Kinder oder andere Verpflichtungen da und irgendwie ist so das Gefühl, ein Partner würde da gar nicht so richtig reinpassen. Und dann ist da auch so eine Angst, sich in seiner persönlichen Freiheit einzuschränken. Das ist auch, was oft wie so ein riesengroßes Ding aussieht, ja, und das, was erstmal prominent einem wirklich so ins Auge strahlt. Ja, ich habe keine Zeit und ich habe keinen Raum oder es passt nicht so wirklich. Aber ist das wirklich so, wenn es wirklich schön wäre, ja, wirklich angenehm und jeder seine Sache machen kann, sich nicht einschränkt, wäre es dann nicht doch vielleicht eine Bereicherung? Also wenn wir dann nämlich oft genau reingehen und mal gucken, was genau stört einen denn und wovor hat man Angst, dann ist es oft eher ein Gefühl von, ich weiß nicht wirklich, wie es klappen soll. Es ist nicht so, dass ich mir keinen Partner wünsche, aber ich weiß nicht so wirklich, wie es klappen soll. Also das ist da oft eher so ein bisschen der Ansatzpunkt. Lass uns dann nochmal weiter gucken. Grund Nummer zwei, der nämlich oft mit dem ersten auch so ein bisschen zusammenspielt, ist, dass der Prozess der Partnersuche einfach oft echt nervig ist und dass man da keine Lust zu hat. Ja, gerade viele haben keine Lust auf Online-Partnersuche. Wir haben jetzt gerade immer noch Corona. Vieles ist vielleicht schon wieder am Anlaufen, dass man was machen kann, aber viele Aktivitäten sind einfach noch eingeschränkt. Und da ist so die Frage, wo soll ich denn überhaupt jemanden kennenlernen? Ja, wo sind Gelegenheiten? Und das ist was, was viele wirklich davon abhindert, die Partnersuche aktiv anzugehen. Ich habe vor einiger Zeit mal ein anderes Video gemacht, wo es um Gelegenheiten auch jetzt in der Corona-Zeit geht. Ja, also wie man jetzt jemanden kennenlernen kann. Ich verlinke dir das dann mal oben. Guck dir das gerne mal an, wenn du das Gefühl hast, dass Gelegenheiten bei dir gerade ein Thema sind. Ein weiterer Grund, und damit Grund Nummer drei, kann es auch sein, wenn man noch nicht wirklich frei ist, wenn man irgendwo gebunden ist. Und das muss nicht heißen, dass man noch in einer Partnerschaft ist oder dass da wirklich noch eine Verbindung ist. Manchmal reicht es auch, dass man emotional noch irgendjemanden gebunden ist und da noch nicht wirklich losgelassen hat oder noch im Vergleichen ist. Und dass deshalb dieser Raum noch nicht so wirklich da ist. Und ich vergleiche das ganz gerne mit so einer Krücke. Ja, ich habe doch eine Krücke zum Laufen und ich komme nicht so wirklich vorwärts oder ich traue mich nicht, ohne diese Krücke zu laufen. Das Problem ist nur, dass uns das einschränkt. Ja? Du bist nicht wirklich frei, wenn du so eine Krücke hast. Und das Thema, das muss definitiv abgeschlossen werden, dafür, dass es nach vorne gehen kann. Kommen wir nun zu Grund Nummer 4. Und da wird es jetzt langsam so ein bisschen ernster. Und zwar die schlechten Erfahrungen. Ja, gerade wenn wirklich blöde Erfahrungen da waren, dass es einem schlecht in einer Partnerschaft ging, können wir auch teilweise von toxisch sprechen, dann ist da oft eine Angst. Dann ist da eine Angst dafür, dass es wieder doof wird. Da ist eine Angst, dass man nicht wirklich erkennen kann, wenn es um eine Richtung geht, dass man sich nicht sicher ist, wie man das erkennt. Und in dem Moment, in dem man noch so eine Angst ist, ja, Angst, dass sich Sachen wiederholen, bin ich nicht frei. Und da werde ich mich vor allen Dingen auch sabotieren. Und vielleicht möchte ich es, aber nur halbherzig. Und das ist ein Thema, das musst du dir definitiv angucken, wenn du das Gefühl hast, dass das irgendwie unterschwellig bei dir wabert.
Ich habe dazu ein Video, ich verlinke dir das auch da oben, da geht es um toxische Beziehungen, an welchen Anzeichen du das frühzeitig im Kennenlernprozess erkennst. Ja? Wenn man erstmal drin ist, irgendwann ja, merkt man das, auch wenn man sich so verrannt hat, aber was total, also was wirklich effektiver ist, gerade wenn du diese Erfahrung gemacht hast, ist zu gucken, an welchen Kleinigkeiten kann ich das denn frühzeitig erkennen, dafür, dass mir das nicht nochmal wieder passiert. Von daher guck dir unbedingt dieses Video an, wenn das für dich ein Thema ist. Und wir sind dann natürlich auch beim Thema Prüfen allgemein, ja. Also Prüfen allgemein, was ist wichtig, welche Fragen muss ich stellen, wie sind Worte und Taten einzuordnen, worauf muss ich mein Augenmerk richten. Und dazu sind ja ganz, ganz viele Videos auf dem Kanal. Hier sind die Videos einmal durch, wenn du da was finden möchtest, da verlinke ich dir jetzt nicht nochmal was. Denn das ist einfach so ein riesengroßes Thema, über das ich ja wirklich häufig spreche. Ja, bei Nummer 5 sind wir jetzt bei den Anforderungen und du hast einfach so ein gewisses Bild von einem Partner, wie du ihn dir vorstellst, was jemand mitbringen muss und du fragst dich, gibt es so jemanden überhaupt? Und du kannst dir nicht vorstellen, dass es so jemanden gibt und steckst den Kopf deshalb im Vorfeld schon mal in den Sand, weil du nämlich auf gar keinen Fall Lust hast, irgendwo Kompromisse einzugehen, die da nicht funktionieren. Und auch wenn du weißt, dass gewisse Kompromisse nicht funktionieren, du wirst niemanden finden, der 100% zu dir passt. Ja, es sind immer zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, die aufeinandertreffen. Und die Frage ist jetzt, wo kann ich Abstriche machen, wo kann ich keine Abstriche machen? Und das ist was wir einmal wirklich ganz klar kriegen müssen. Dafür, dass da nicht so eine Hemmung da ist, auf Partner so zu gehen, aus Angst davor, an jemanden zu geraten, der nicht wirklich zu einem passt. Und ein Stück weit müssen wir uns auch nichts vormachen, ja, wenn du als Frau, ich sag jetzt mal, groß gewachsen bist, ein vernünftiges Einkommen hast, einigermaßen gut aussiehst und wir beim Thema Augenhöhe einfach sind, so mega viel Auswahl ist da an einigen Stellen nicht. Das heißt, dass die Suche da auch wirklich effektiv und gesteuert sein muss. Ich verlinke dir dazu nochmal ein anderes Video, da geht es um die Frage, ja, wo sind die guten Männer und wo kannst du sie finden? Guck da gerne einmal rein, ja, wenn du dir diese Frage stellst. So, und im Anschluss an dieses Thema, mit dem ich weiß nicht, ob ich jemanden finde, der wirklich zu mir passt, was ich dann nämlich einstellen kann, da sind wir bei Punkt Nummer 6, ist eine gewisse Mutlosigkeit. Dass man den Glauben verliert, dass das Vertrauen einfach ein Stück weit flöten geht, das Vertrauen, ich werde schon jemanden finden und dass da ganz viele, dass sich da einfach Zweifel breit machen. Und das ist dann ein Gefühl, was Schwere auslöst. Und von da heraus positiv in Richtung Partnersuche zu gehen, das ist unheimlich schwer, denn das ist das, wo man sich selber wirklich bei den Haaren am Schopfe packen muss und sich da zu motivieren, das braucht wirklich sehr, sehr, sehr viel Aufwand und das ist was viele dann extrem hemmt. So, und auch wenn ich dir jetzt hier gerade ganz viele unterschiedliche Videos noch verlinke, ich packe dir da oben jetzt nochmal eins rein, wo es darum geht, ja, diese Grundhaltung, diese Grundstimmung in Richtung positiv, in Richtung Vertrauen zu ändern. Also je nachdem, wo du jetzt bei diesen Gründen bist, musst du ja auch an etwas unterschiedlichen Stellen ansetzen. Also guck dir das gerne an, wenn du das Gefühl hast, dass dein Vertrauen langsam, ja, dass das langsam einfach nicht mehr so wirklich da ist. Wir kommen jetzt langsam immer tiefer, ja, wenn wir uns diese Schichten angucken. Wir kommen langsam immer tiefer und wir sind jetzt tatsächlich bei Punkt Nummer 7, bei den Selbstzweifeln und bei den Glaubenssätzen angekommen. Und diese Dinger, die werden jetzt langsam echt fies, weil sie unbewusst sind. Ja, da sind wir jetzt nicht mehr im Bewussten, sondern wir tauchen jetzt in den unbewussten Bereich ein. Und wenn da diese Selbstzweifel, diese Glaubenssätze sind, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wirklich liebenswert und manchmal stecken sie so tief in einem drin. Einige von denen, die wissen wir ja, so ein Gefühl von, oh, ich bin nicht hübsch genug oder alle anderen sehen besser aus als ich oder ich bin zu alt oder ich bin zu dies, ich bin zu das. Das ist was wir oft wissen. Aber es gibt auch welche, die so ein bisschen, die einfach versteckt sind, die unter der Oberfläche sind. Und wenn diese Dinger dann da nämlich reingehen, ja, und wenn da unbewusst sowas ist von, ich bin nicht wirklich liebenswert genug. Ja, vielleicht habe ich nicht so wirklich viel Liebe erfahren und ich war in Partnerschaften, wo ich mich auch sehr stark zurückgenommen habe und ich habe viel für jemand anders gemacht, jemand anders hat wenig für mich gemacht und das hat sich so festgesetzt, dass niemand anders das für mich tun muss. So, und wenn diese Sachen da unterschwellig irgendwo wabern, dann ist das ein Riesenproblem. Denn
auf der einen Seite ziehen wir Personen an, die diese Thematiken dann bedienen und wir merken aber, dass uns das nicht gut tut und gehen wieder raus und denken dann, oh nee, jetzt war das schon wieder blöd und ich will das nicht und es ist schon wieder der Falsche und man ist genervt. Oder aus Selbstschutz zieht man sich ganz zurück und geht das Thema Partnersuche nicht an. Also wenn vieles nicht klappt, Glaubenssätze aufzudecken, ist ein absolutes Muss. Und da können wir nämlich auch langsam mal an diesen wichtigsten Schlüssel in Richtung Ende. Ja, so bleibt noch diesen Moment, bleibt diesen Moment noch dran. Bevor wir da jetzt hinkommen, aber noch Punkt Nummer 8. Punkt Nummer 8, und das ist was, was besonders auf diejenigen zutrifft, die schon sehr lange allein sind und lange auf Partnersuche sind. Und du hast dies probiert und jenes probiert. Du hast dir Bücher angeguckt, du hast vielleicht Kurse gemacht, vielleicht hast du irgendwo eine Beratung gemacht, du hast dich mit Freunden unterhalten. So, und alles funktioniert nicht. Und du erwartest ein Stück weit auch schon, dass es nicht funktioniert. Und dann ist da nämlich irgendwann so eine Verbitterung und Frustration, die sich breit macht. Und dann erwartet man schon, dass ein Treffen nicht funktioniert. Und man erwartet schon, dass man schlecht behandelt wird. Und man sucht die Haare in der Suppe und ist überhaupt nicht mehr offen für was Positives, weil diese negativen Sachen alle schon irgendwo am Rumfliegen sind. Und wenn man in diesem Modus drin ist, dass einfach nur alles doof ist, dann bringt es oft nichts, auf Partnersuche zu gehen, weil man das sowieso gleich alles einfach niederschmettert und im Keim erstickt. Und wenn du das ein Stück weit bei dir merkst, du musst in eine positive Grundhaltung rein, ansonsten wird es nichts werden. Ja, du musst in Richtung positiv gehen, dafür, dass die Partnersuche überhaupt wirklich eine Chance hat. Und damit kommen wir jetzt nämlich langsam auch zum letzten Punkt und das ist für mich ein Stück weit mit der wichtigste überhaupt. So, und viele Sachen, die wir nämlich davor hatten, die münden in diesen neunten Punkt und das ist das Unbewusst, es ist wirklich unbewusst, dass unbewusst eine gewisse Angst da ist. Wie auch immer die aussieht, was auch immer diese Angst ist. Angst, allein zu bleiben, Angst, enttäuscht zu werden, Angst, nicht ernst genommen zu werden, Angst, dass die Bedürfnisse nicht bedient werden können, Angst, dass man sich verliert, Angst, dass es wieder schlimm endet. Diese Ängste sind wirklich unser größtes Hindernis bei der Partnersuche. Auf der einen Seite sind sie total gesund, denn sie dienen ja als Selbstschutz dafür, dass uns nichts Schlimmes passiert. Aber gleichzeitig hemmen sie uns wirklich daran, wirklich auf Partnersuche zu gehen. So, und diese Ängste jetzt zu identifizieren und sie greifen zu können, das ist wirklich ungemein wichtig. Und da kommen wir nämlich jetzt auch zu diesem Schlüssel, wo ich gesagt habe, dass es mit der effektivste ist, um die Partnersuche da wirklich anzugehen. Und da sind wir beim Thema unbewusste Muster. Unbewusste Muster steuern uns. Sie steuern uns unser ganzes Leben lang, aber ganz besonders auch in Bezug auf die Partnersuche. Ja, dass wir uns zurückziehen, dass wir nicht in den Kontakt gehen, dass wir was zulassen, dass wir was tun, was wir danach bereuen, was wir nicht so wirklich tun wollen und dass das Ganze irgendwo einen Ursprung hat. Diese unbewussten Muster aufzudecken, das ist wirklich das A und O, wenn die Partnersuche bei dir nicht wirklich funktionieren möchte. Ich habe dir jetzt ja schon viele unterschiedliche Videos punktuell zu den Punkten verlinkt. Aber unbewusste Muster ist wirklich die Basis. Es ist die Basis dafür, dass du aufräumst und dass du den Nährboden dafür schaffst, dass es in Richtung Partnersuche gehen kann. Und das ist jetzt das letzte Video, was ich dir verlinke hier unten. Guck es dir als nächstes an, denn diese Muster zu erkennen, und das ist ein Video, wo es wirklich um Muster in Bezug auf Partnersuche geht. Nicht allgemein Muster, sondern Muster in Bezug auf Partnersuche. Und das zu lösen, das ist die Basis. Und dann kannst du dir die ganzen anderen Sachen oben drauf angucken. Das ist okay. Aber die Muster zu greifen, das ist wirklich Punkt Nummer 1. Bis in diesem Video und alles Gute für die Partnersuche. Tschüss!